More Than One Europe, so heißt das Projekt, das von unserer Volontärin dem Lucy gemacht wurde. Zusammen mit unserer Stagiaire dem Vera. Und sie haben sich dort vorgestellt, wie eine Vorstellung von Juncker von Europa. Wie eine Zukunftsvorstellung von Juncker von Europa. Und da haben sie sich schon jung gewandt, indem sie eine Umfrage gemacht haben, wo über 200 Leute mitgemacht haben. Sie haben einen Podcast mit Graffiti, die Jugendsendungen vom Radio Ara gemacht. Dann haben sie noch sich gedacht, wir machen noch ein Video dazu. Und wir gucken noch, für das Leute noch etwas an den Grab holen. Und zwar das Booklet vom Projekt More Than One Europe. Okay, was bedeuten für dich die Grenzen innerhalb Europas? Welche Grenzen? Glaube ich, bin ich schon Teil einer Generation, die da derart mit aufgewachsen ist. Also wir stellen uns, glaube ich, nicht mehr die Frage, was Grenzen in Europa halt ausmachen. I don't think you can completely judge a whole country and everybody in that country based on a couple of people that are like that. Where do you think will Europe be in 10 years? I hope it will still be there. Eine große Hoffnung, dass die handelnden Personen das mitbekommen haben, dass es doch große Unzufriedenheit gibt in vielen Bevölkerungsgruppen. Europa hängt viel von uns ab. Also Europa hängt von den Entscheidungen ab, die wir heute und morgen treffen werden.